So, nächstes Video. Und zwar, es geht darum, ich werde jetzt schnell eine Skizze machen, die sich auf die Aufgabe bezieht, und dann melde ich mich gleich wieder. So, jetzt hatten wir die Skizze gemacht, die hatten wir vorher schon mal, ich habe sie gefunden. Und wir sagen einfach, diese beiden Vektoren, B und A, beziehungsweise ihre verlängerten Arme, diese geraden GB und GA, die sollen laut Aufgabe durch den Punkt 000 gehen. Und jetzt ist es eine Sache der Verlegung von Koordinatensystemen oder von der Verschiebung von Vektoren. Wir wissen, es gibt unendlich viele für einen Repräsentanten. Dann kann man sagen, okay, dann ist hier unser Punkt 0, 0, 0. Hier ist er einfach. Wir legen das alles in den Koordinatenursprung. Und wenn ich jetzt die Geradengleichung für GA aufstelle, dann sage ich, naja gut, dann ergibt das sich so, dass ich sage, X-Vektor für diese Gerade bedeutet, unser Stützvektor ist ein Nullvektor und jetzt plus, sagen wir S mal und jetzt 663, ne? Oder ist das falsch? Moment mal, ich habe den hier oben rangeschrieben, aber GA genannt. Ist wieder gut? Und jetzt GB. Ich hätte hier einen Trennstrich machen sollen. Das ist genau das gleiche im Prinzip. Wir legen den auch da rein und schon kreuzen sich die beiden. Haben wir auch Glück. Und jetzt sage ich T und jetzt 340. Oh, ich wollte schon einen Bruch malen. Pardon. 340. Und nebenbei, passt ganz gut, ne? So. Nächste Aufgabe. Nächster Aufgabenteil. Das war A. Gut, wir sind jetzt so weit gekommen, dass wir jetzt gesagt haben, okay, jetzt haben wir irgendwelche Beziehungen aufgestellt und haben uns gesagt, naja, wenn das so gilt, dann muss ja das Skalarprodukt aus BA, hier unten aus dem Grünen, mal, und den haben wir einfach BB genannt hier, diese gestrichelte Linie, BB' meine ich, Vektor, da muss das Skalarprodukt 0 sein. Das ist eine Erkenntnis, die schreiben wir einfach hin. Jetzt sind wir gerade am Überlegen, was passiert, wenn ich sage, ich möchte das durch Vektoraddition ausdrücken, also Vektor BA und Vektor B, weil Vektor B, da habe ich Werte, da, die kenne ich schon. Und BA ist ein Vielfaches von A. Also das können wir ausdrücken, das werden wir hinkriegen. Wir werden wahrscheinlich ein paar Gleichungen schreiben müssen, dann nicht bloß irgendeine endlich finden, sondern wahrscheinlich ein Gleichungssystem aufstellen müssen. Und solche Erkenntnisse, die muss man erstmal hinschreiben. Und jetzt sind wir am Überlegen, heißt das BA minus S mal B oder ist es umgekehrt S mal B minus BA? Das ist die große Frage. Und jetzt gehen wir nochmal zurück und sagen, Mensch, wie war denn das, wenn ich hier einen Vektor A und einen Vektor B habe und ich addiere die beide. Die beide zeigen jetzt von links nach schräg weg. Dann sage ich, okay, dann, wenn ich die addiere, dann kann ich den A auch hier ransetzen und den B hier ransetzen. Oder ich gehe also von A erst nach A und dann nach B und komme dann hier auf so einen langen Vektor. Aber bei der, beim Abziehen voneinander, da muss ich anders vorgehen. Da muss ich sagen, wenn ich sage, ich möchte in Richtung A gehen, dann muss ich mir vorstellen, ich gehe in Richtung B zurück. Und wie mache ich das? Und das muss ich dann irgendwie wieder verquicken. So, und jetzt, das wird also entweder hierhin oder hierhin zeigen. Und das müssen wir wissen. Jetzt heißt es A, also minus Vektor B ist gleich so rum oder so rum. Das müssen wir klären. Und diese Überlegung. Und dann können wir das auch richtig rum hinschreiben. Wie ist es? Welche Richtung gilt? Gut, jetzt haben wir es geklärt. Jetzt haben wir das sogar noch die Richtung des Vektor BB' gefunden. Okay, das steht richtig rum da. Nochmal, was hat man gesagt? Vektor BA muss ein Vielfaches sein von A. Also T mal A meinetwegen. Das muss ein Vielfaches sein. So. Und jetzt können wir vielleicht hier noch was draus bauen. Und dann kommen wir auch da drauf und dann können wir auch mit dem Skalarprodukt weiterarbeiten und dann können wir auch alles ineinander einsetzen. Wir können auch umstellen und irgendwas gleichsetzen und so weiter und so fort. Natürlich hier nicht mit der Null, das wäre albern. Aber so ähnlich wird es dann. Weiter überlegen bitte. Leider komme ich in Zeitdruck. Gut, jetzt sind wir zu solchen Beziehungen gekommen. Jetzt setzen wir das einfach mal ineinander ein. Und zwar das hier, was hier steht, das hier, das werden wir einsetzen in die obere Gleichung, in BA und so weiter. Mal sehen, wie das aussieht. Einfach probieren. Statt BA schreibe ich also T mal Vektor A minus S mal Vektor B wird mein Vektor BB' werden. BB'. Oh, pardon.
Und jetzt habe ich hier 0 mal Vektor BA mal BB. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwie. Was wäre, wenn ich diesen ganzen Term hier oben einsetze? Dann steht BA mal, Klammer auf, tralala und so weiter. Da ergibt sich natürlich ein Riesending. Wir haben es aber hier mit Vektoren zu tun, also mit quadratischen Vektoren könnte es spannend werden, obwohl wir damit umgehen könnten, können müssten. Aber so ist die Herangehensweise, so kommen wir weiter. Moment.